Hallo, hier sind wir wieder. Immer noch aus Mauretanien, aber nicht mehr wirklich in der Wüste. Denn in diesem Video beenden wir die Wüstentour, nehmen euch mit nach Atta, eine schöne Stadt am Ende der Wüstentour des Iron Trains. Und danach geht's für mich ins Paradies, nämlich hierher in die Oase Pertus. Mein Mann ist fleißig und ich sag euch was, heute Abend gibt's ein Lagerfeuer. Wir haben ein paar getrocknete Äste eingesammelt und dann gibt's heute Abend mit Ausblick Felix am Monolith hier am Ben Amera ein kleines Lagerfeuer für uns. Stand here a while, take a little time. Since you went away, it came to a halt. Silence is everywhere, and you're not. Wir genießen die Zeit hier an diesem fantastischen, unglaublichen Stein am Monolithen Ben Amera, der uns doch wirklich sehr beeindruckt. Die Ruhe hier ist auch unglaublich. Wir haben ja jetzt ein bisschen Feuerholz gesammelt und machen hier ein kleines Lagerfeuerchen. Es ist ja auch hier abends, sobald die Sonne weggeht, doch ein bisschen frisch. Und es ist einfach immer schön. Ich finde, Feuer ist immer so was Schönes. Und hier kann ja wirklich auch nichts passieren. Und wir genießen das total. Wir wollten eigentlich noch nach Ben Aisha fahren. Mal gucken, ob wir das morgen noch machen. Ja, und dann geht unsere Reise ja langsam, aber sicher weiter. Richtung Atta. Und Mauretanien überrascht uns einfach so positiv. Wir hatten gar nicht so viele Vorstellungen eigentlich, wie es hier wird. Und sind so begeistert. Also es ist ein nahtloser Übergang von dem wunderschönen Marokko hierher. Und es gab noch nichts, wo wir sagen würden, wir hätten was auszusetzen. Wir bekommen unser Essen. Es sind freundliche Menschen. Die Natur ist wunderschön. Der Eisenzug hat uns ja auch total begeistert. Und ich hoffe, wir haben ja jetzt immer noch über 2 Wochen. Haben halt mal nachgeguckt. Wir wollten so am 22. im Senegal sein, 21. einreisen. Das heißt, wir haben noch 16 Tage und da haben wir noch einiges vor. Und da sind wir echt gespannt, ob das so weitergeht, weil Mauretanien im Moment für uns echt so die Überraschung ist, die positive Überraschung. Und so kann es bleiben. You are the fire.
wenn sich der ein oder andere von euch fragt, was machen die Collas eigentlich die ganze Zeit in der Wüste und was essen die, kann ich euch sagen, die essen die leckersten Sachen. Zumindest versuchen wir genauso gut und lecker zu essen wie zu Hause. Manchmal geht es nicht ganz so frisch, weil eben die frischen Sachen vielleicht in Mauretanien jetzt nicht so verfügbar sind. Und wenn man 5 Tage 500 Kilometer Offroad-Track fährt, dann gibt es unterwegs keinen Supermarkt oder Gemüseladen. Aber wir haben Gott sei Dank und dank Orange Work ein Energiekonzept, das fantastisch ist und einen super großen Gefrierschrank. Und ich sage euch, was es heute gibt. Heute gibt es tatsächlich Hackbraten mit dunkler Soße und Kartoffeln. Ich habe ihn auch schon fertig. Der ist ein Schweinehack und ein Rinderhack gemischt. Das ist natürlich noch aus von zu Hause. Du bekommst in Mauretanien natürlich kein Schweinefleisch. Der ist auch schon fertig. Ich habe Eier jetzt mit rein und Zwiebelchen und ein bisschen Baguette eingeweicht in Milch. Und Knoblauch, bisschen Frühlingszwiebeln, alles drin. Und das gute Stück packen wir jetzt hier in unsere Croisette-Auflaufform. Ordentlich gewürzt. Und dann habe ich hier von zu Hause schöne Grüße ans frische Paradies nach Köln hört. Ich benutze hier eure Demi-Glacé. Damit mache ich gleich eine leckere braune Soße. Und die kommt dann über meinen Hackbraten. Ja, und dann kommt der in den Ofen. Mit gekochten Kartoffelchen und vielleicht Krautsalat habe ich noch. Krautsalat oder Gurkensalat. Und dann gibt es heute Abend Sandsturm-Dinner hier drin. Hackbraten in der Wüste. Gibt es auch nicht jeden Tag, oder? Und draußen tobt der Sandsturm. Also es ist wirklich echt nicht angenehm. Deswegen sind wir auch hier drin und haben unsere Klimaanlagen an. Und man möchte es nicht glauben, aber mitten in der Wüste von Mauretanien koche ich Hackbraten in meinem Mini-Backofen, habe die Klimaanlagen an und es macht gar nichts, weil wir haben jetzt noch immer noch 100%. Das muss man sich mal überlegen. Wir haben die Klimaanlagen bestimmt seit einer Stunde schon an, haben trotzdem 100%, weil die Sonne ein bisschen reinkommt und haben jetzt minus 30 Ampere. Da können wir noch, er sagt jetzt, wenn wir so weitermachen, dann können wir noch wie lange stehen bleiben? Ach, das sagt er gar nicht, weil er sagt, 100% ist er voll. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall lang. Ja, also, wir sind gestellt. Wir müssen nicht verhungern. Unser Hackbraten ist fertig. Wir haben draußen immer noch ein bisschen Sandsturm. Die Sonne ist jetzt gerade untergegangen. Aber wir haben uns hier eingemümmelt. Es laufen beide Klimaanlagen. Wir haben jetzt den Ofen auch angehabt und so. Deswegen ist es besser. Wir haben jetzt das Fenster geöffnet, weil auf der Seite der Wind kommt. Es geht gerade so ein bisschen. Aber wir genießen jetzt unser Essen. Es gibt köstlichen Hackbraten mit Kartoffelchen und gebratenem Kraut mit Gurkensalat. Und es ist doch fast schon ein weihnachtliches Essen, das wir jetzt hier mitten in der Wüste genießen. Und da freuen wir uns jetzt drauf. Wir haben die 5. Nacht auf dem Iron Train Track hier mitten in der Wüste verbracht. Gestern sind wir nicht viel gefahren, aber dafür hatten wir leckeres Abendessen. Hackbraten hat es gegeben gestern, leckersten Hackbraten. Und ja, es lebe die Klimaanlage. Wir haben jetzt den 2. Tag Sandsturm. Du kannst das Fenster nicht aufmachen, sonst hast du gleich so viel Sand auf Tisch und auf den Ablagen. Aber wir haben die Zeit sinnvoll genutzt. Ich war beim Friseur. Beim Wüstenfriseur. Nicht beim Wüstenfriseur, sondern beim Wüstenfriseur. Mein Mann musste mir heute Morgen die Haare färben. Hat auch wunderbar funktioniert. Mein Ansatz ist weg. Bin wieder erblondet. Ja, und so wie auf meinem Kopf, so sieht es auch hier vorne aus.
alles cremefarben, goldfarbener Sand. Es weht ganz schön. Ja, also der Sandsturm zu gestern ist nicht weniger geworden, sondern mehr. Ja, aber wir fahren jetzt weiter. Allzu weit haben wir es jetzt eigentlich auch nicht mehr. Die Spuren sieht man manchmal ganz gut, manchmal auch nicht. Ich schalte mal kurz um. Ja, so sieht das Ganze aus. Da weht der Sand auf dem Boden dahin. Ja, wir sind jetzt direkt neben der Zugstrecke, sind vielleicht 20 Meter darüber. Und da muss man höllisch aufpassen, weil neben der Zugstrecke oft Eisenteile rumliegen auf dem Track. Hast du von gestern Nacht erzählt, von unserem Besuch? Nee, ja. Erzähl mal. Ja, also gestern war, also tagsüber sehen wir niemand, wirklich niemand. Und dann war es dunkel gestern Abend, es war so 9 vielleicht. Und dann 10 Uhr, stockdunkel, weil Sandsturm, genau. Kein Mond. Und dann sehen wir so Riesenlichter. Dann sage ich so, ich glaube, das ist der Zug. Aber der hält immer wieder an. Vielleicht ist was auf den Gleisen oder so. Weil es war an den Gleisen entlang, das haben wir wohl gesehen. Also irgendwie ist das komisch. Ja, und das Licht kam immer näher, immer näher, immer näher, bis es eben bei uns war. Und dann haben wir gesehen, dass es nicht der Zug ist, sondern es waren die Schienenfreiräumer. Die haben auch mit einem MAN, die hatten einen großen MAN auch, im Prinzip so einen gleichen wie wir, nur halt eben ohne Koffer. Und es waren 3 Mauretanier, die angestellt waren, die Schienen zu säubern. Das waren quasi die Schienenputzer. Und die waren total nett. Wir hatten das Licht eigentlich ziemlich aus, aber das reflektiert natürlich, wenn die uns mit ihren großen Scheinwerfern anleuchten. Und dann haben sie uns hinter den Dünen gesehen und dann kamen sie, um zu fragen, ob bei uns alles in Ordnung ist. Waren also ganz besorgt, ob wir Hilfe brauchen, haben sie dann ihre Schaufeln in der Hand. Haben wir gesagt, nee, also danke schön, wir brauchen nichts. Wir übernachten hier und haben wir halt ein bisschen miteinander geredet. Die waren total nett und das sieht man mal wieder im ersten Augenblick. Klar, hat man ein ungutes Gefühl, mitten in der Nacht, irgendwo in der Wüste. Aber man muss dann einfach auch mal die Leute einfach so ein bisschen kommen lassen. Und die waren so nett und hilfsbereit. Und die kamen bestimmt nicht, um uns irgendwie was zu tun, sondern einfach, um uns zu helfen, wenn wir Sorgen hätten. Ja, danach sind wir dann ins Bett, ne? Und dann irgendwann eine Stunde später. Ja, so gegen 11, halb 12. Gegen 11, wir waren schon halb am Schlafen. Und dann, wenn wir schlafen, haben wir hinten das Rollo immer offen, damit wir morgens rausgucken können, weil es ja dann eh dunkel ist nachts. Und auf einmal aus, ganz viele Lichter. Und wir so, was ist denn jetzt los? Also wirklich, 6 Autos waren das, oder? 6 Jeeps, ja. 6 Pickups, ne? Die alle 6 auf uns zugefahren sind. Und da muss ich sagen, das war schon ein bisschen spooky. Die haben sich dann mehr oder weniger so halb rund um unseren Truck gestellt. Haben ein bisschen geschaut. Wir haben uns klassisch umzingelt. Ich bin gerade aufgestanden, wollte mich anziehen, um rauszugehen. Aber als sie gesehen haben, dass alles gut ist und wir nicht in Not sind. Genau. Sind also wieder abgedampft. Einer ist da ausgestiegen und ich habe dann das Fenster so ein bisschen aufgemacht und habe gesagt, oh, okay und so. Und dann hatte ich mir, es waren 6 Jungs in Jeeps, wollten einfach nur gucken. Ich weiß nicht, wo die hin unterwegs waren. Keine Ahnung, ob die auch für die Eisenbahn gearbeitet haben oder ob es Guides waren oder weiß ich nicht. Aber auch die kamen extra am Track verlassen. Weil auch wenn du die Lichter natürlich alle aus hast, wenn du relativ nah am Track stehst, da einer vorbeikommt, sieht das reflektieren und die kommen sofort. Die gucken, ob du dich festgefahren hast, ob du irgendwas brauchst. Also tagsüber haben wir niemanden gesehen. Niemanden. Aber in der Nacht sind sie reihenweise angetan. Also gestern war richtig was los hier, ja. Ja, aber wie gesagt, wir können nichts Negatives berichten. Alles, was negativ zu berichten wäre, wäre nur unser Kopfkino, das absolut nicht zutreffend war. Es waren alle, die gestern da waren, in der Nacht mehr als freundlich und hilfsbereit. Ja, und jetzt fahren wir weiter durch den Sandsturm und hoffen, in circa 50, 60 Kilometer, so weit haben wir ungefähr noch durch den Sand und hoffen dann irgendwie den Ausstieg aus dem Iron Train Track zu finden. Oh,
So, wir haben wieder einen Luftdruck von 5,5 Bar. Die Sperren sind raus, denn ich kann die Teerstraße sehen. Hier vor uns ist die N1. Ich schalte mal um. Hier seht ihr die N1 und somit haben wir den Iron Train Track hinter uns. Unsere Wüste hinter uns gelassen, beziehungsweise sind aus der Einsamkeit entschwunden, über die Teerstraße zurück in die Zivilisation. Und jetzt sind wir hier im Bab Sahara Camp. Und ja, wir haben auch direkt viele kleine Freunde gefunden, die permanent Französisch auf uns einreden. Wir verstehen leider nur die Hälfte. ich glaube, sie haben nicht wirklich viel Ausgleich. Und so zwei Weißnasen in ihrem großen Mobil. Ich glaube, das sind dann doch recht spannend. Es ist ein bisschen anstrengend, aber das werden wir auch hinkriegen. Das ist die Übung für den Rest von Afrika. Genau, sonst stehen wir hier eigentlich wunderbar in einem Dorf, hinter Mäuerchen jetzt. Aber jetzt haben wir das Quad abgeladen und stürzen uns in das Getümmel von Atta und gehen einkaufen. Und da bin ich jetzt echt gespannt, weil es ist schon echt turbulent und wir sind gestern durchgefahren, wuselig. Mit dem Quad dürfte das alles kein Problem sein und dann schauen wir mal, wie wir da so klarkommen. Das sind Mandarinenschätze. Du blondest hier. Jetzt kannst du gleich Straßenschlacht sehen.
Da ist das Paket, das ist neben mir. Da ist das Paket unten. Das ist die Mercedes-Straße. Das schaut noch ein bisschen aus. Das da, das schaut gut aus. Das ist für den Kleinen. Das ist gut. Ja, ich glaube das schon. Komm hier. Boah, ey. Guten Morgen von unserem Frühstückstisch hier in Mauretanien. Wir sind immer noch im Bab-Sahara-Camp. Es war recht nett hier. Wir haben jetzt 2 Nächte hier verbracht. Wir haben auch andere Overlander getroffen, die Henriette und noch ein Pärchen aus England, die auch den Track gemacht haben mit dem Motorrad und dem Jeep. Total cool, echt. Wir frühstücken jetzt zu Ende. Wir haben schon Wasser aufgefüllt, waren ja einkaufen, das war sehr erlebnisreich. Und danach fahren wir weiter. Uns zieht an die Oase Tertschit. Das sind so 70 Kilometer von hier. Ja, und das machen wir jetzt gleich nach dem Frühstück. Verbracht in dem Flussbett, unmittelbar nach der Oase Tertschit zwischen diesen wunderschönen plateauförmigen Steinen, Felsformationen. Wir stehen hier in diesem Flussbett, das würde ich jetzt vielleicht in der Regenzeit nicht machen, aber aktuell, glaube ich, passiert wirklich gar nichts. Es ist eine ganz tolle Natur. Also ringsrum diese plateauförmigen Felsen mit den Farben und dazwischen gibt es wieder einige grüne Bäume. Man merkt schon, dass hier Wasser da ist, dass eine Oase in der Nähe sein muss. Und wo Wasser ist, ist einfach in der Wüste sofort grün. Und diese Mischung aus Sandfarben, Steinen und Grün gefällt uns ganz besonders gut.
Und jetzt machen wir uns auf zur Oase. Das sind so 5 Kilometer. Der Felix liegt im klimatisierten Wohnmobil. Solche Ausflüge sind einfach für ihn nichts mehr. Dafür ist er mittlerweile einfach zu alt. Wir machen das jetzt allein und vergnügen uns die nächsten 2-3 Stunden. Schauen wir mal. Wieder ganz alleine hier in der Oase Tertschit in Mauretanien und hier kann man wunderbar das Bewässerungssystem sehen, womit die ganzen Dattelpalmen hier bewässert werden. Wir waren schon in anderen Oasen, aber das war schon sehr touristisch in Oman und auch in Marokko. Aber das hier ist jetzt keine touristische Oase, sondern für mauretanische Verhältnisse vielleicht, aber nicht für unsere. Das hier ist schon eher so wirklich, wo du sehen kannst, wo die Palmen wachsen, wie sie bewässert werden. Hier werden wirklich Datteln geerntet. Also wir sind die einzigsten, die jetzt hier so rumlaufen. Und es ist total schön ursprünglich. Und rechts und links diese braun-goldenen Felsen. Und es riecht ja auch, es riecht richtig nach Wasser. Wir haben halt so ein bisschen einen bedeckten Tag. Aber selbst in einem heißen Tag glaube ich, dass es hier wundervoll ist, zwischen diesen Datteln, Palmen, die unglaublich Schatten spenden. Ja, überall sind diese Wasserstraßen. Ja, sportlich muss man hier auch noch sein. So jetzt. Was ein Ausblick. Wahnsinn, oder? Das ist so schön. Und weil es so schön ist, haben wir gestern nach dem Besuch der tollen Oase Tertschit auf der Straße Richtung Nouakchott einfach die Straße verlassen, weil wir diese Sanddünen gesehen haben, die Meter hoch sind. Ja, und da haben wir gesagt, gut, Oase Tertschit war schön, aber Nouakchott muss noch 1-2 Tage warten. Wir werden erstmal hier ein bisschen Zeit verbringen zwischen den Sanddünen bei wieder traumhaft klarem blauen Himmel. Und damit ist dieses Video für heute hier auch beendet. Wir werden nämlich jetzt hier ein bisschen im Sand spielen
ohne euch und wie es weitergeht, wann wir nach Nouakchott aufbrechen, wann wir Nouakchott erreichen und was diese Stadt für uns bereithält, das seht ihr im nächsten Video. Also bleibt dabei und reist mit uns weiter durch Mauretanien Richtung Westafrika.